gedrückt. Jetzt hast du auf Aufnahme gedrückt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ist das Mikro an? Rückwärts. Bin ich schon drin? Rückwärts. Ich habe Seitenspiegel, ich kann rückwärts fahren. Wir haben heute ein Spiel. Wir sollten es mal begrüßen. Genau. Ne? Hallo, ich bin's, der Matthias. Und der René. Und der Arne. Und wir haben einen Doktor am Tisch sitzen. Und der hat eine Fliege um. Dr. Augustus van Dusen. Oh, gut, dass du das gesagt hast. Die meisten Hörer hätten jetzt wahrscheinlich erstmal an Dr. Rainer Knitzer gedacht. Das stimmt, ja. Ja, das war der Gedanke. Aber ich glaube, die kann ich nicht imitieren. Hat der nicht auch Mathematik? Ist der nicht auch Doktor der Mathematik? Ja. Ja, Stefan, der berühmte Krimi-Master. Genau. Ist hier, der überall auftaucht wie ein Phantom. Die Podcast-Zecke sozusagen. Richtig. Podcast. Oh, ich ärgere mich, ich habe die eine Inside Moin-Folge noch gar nicht hören können, weil ich ja leider bei Inside Moin kein Patreon bin. Oh, das war schade. Weil, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich den nicht supporten möchte. Das liegt einfach daran, dass mich 99% des Contents halt nicht interessiert, weil ich kein Computerspieler bin. Verstehe ich. Und dann passiert also, die haben über Seven's Continent geredet, das würde ich mir echt gerne anhören. Keinen blassen. Ja. Ich rede halt einfach so gerne über Brettspiele, deswegen nutze ich hier die Gelegenheit. Ich bin auch verbal inkontinent. Einfach mal reinreden. Ja. Und der Arne labert immer so viel. Ja, vor allem über Seven's Continent. Genau. Ja. So, wir sind jetzt bei Tag 3. Offiziell Tag 3. Klammer auf, Videotagebuch Tag 4, Klammer zu. Eckige Klammer auf, Matthias Tag 5, eckige Klammer zu. Oh Gott, Stefan, da wie viel Tag ist es für dich? Es ist mein vierter Tag, die Messetag 3. Das Videotagebuch zählt richtig. Nein. Man beginnt bei 0. Übrigens, die Menge der natürlichen Zahlen beginnt auch bei 0. Das ist sogar per DIN festgelegt. Autsch, Moment, stimmt nicht. Moment. Doch, das ist eine DIN-Norm. Ich bin auch Mathematiker. Natürliche Zahlen fangen bei 1 an. Es gibt eine DIN-Norm, die fangen bei 0 an. Ja, aber nicht mathematisch. Das sind die Ingenieure, die haben nichts mit Mathematik zu tun. Ja, das kann sein. Und ich werfe mal kurz rein, das Videotagebuch fängt bei 0 an. Am Dienstag. Das war minus 1. Oh Gott. So. So, genug zur Mathematik. Lasst uns über Spiele reden. Ja, genau. Wir waren, René, nee, den Parkhaus-Hack erzählen wir jetzt nicht. Nee. Genau, wir waren heute pünktlich da. Ich habe noch jemanden getroffen. Schöne Grüße an den Rainer. Der hat neben uns geparkt. Ich habe heute mit unserem wahrscheinlich jüngsten Podcast-Hörer sprechen können. Oh, wie alt ist es? 10. Oh, das ist sehr jung. Ich schätze mal, vielleicht ist er noch ein bisschen jünger. Ich habe natürlich vergessen, mir zu sagen lassen, wie er heißt. Ich grüße ihn. Er war heute mit seinem Papa hier, dem Ralf. Die haben ihr Patreon-T-Shirt abgeholt. An dieser Stelle nochmal viele Grüße. War nett, euch kennengelernt zu haben. Haben wir inzwischen alle abgeholt, wissen wir das? Du nimmst sie einfach mit und wir kümmern uns drum. Ja. Nein, dann nimmst du sie lieber mit. Du kannst besser versenden. Ja, wie soll ich ihn versenden? Ich fahre mit dem Zug zurück. Interessiert's nicht. Dann nehme ich sie einfach mit und versende sie. Ja, wir warten einfach, bis die Postkarte... Wenn sie interner besprechen wollen, machen sie es bitte nach dem Podcast. Wir sind ja schon on. Hallo, sind wir schon on? Ja, also, schöne Grüße an den jüngsten Hörer. Ja. Nee, ich finde das wirklich ganz toll. Mit 10 Jahren, da denkt man nämlich eigentlich, die würden nur Videospiele spielen und interessieren sich überhaupt nicht für Brettspiele oder eben für Podcasts. Und diese Kombination, das finde ich ganz toll. Ich habe ihn dann mal gefragt, was er denn so spielt. So, eigentlich alles. Was ist dein Lieblingsspiel? Rate mal. Irgendwas, 10-Jähriger oder 8-, 9-Jähriger, was denkst du, was sein Lieblingsspiel ist? Wahrscheinlich ist irgendwas ganz Extremes, wo man jetzt nicht rechnet. Deswegen sage ich Willen des Wahnsinns. Kolonisten. Nein. Doch. Okay, das ist wirklich extrem. Er hat ja noch genug Lebenszeit, deswegen kann er da viel in das... Ich wollte gerade sagen, das kann ich aber nachvollziehen. Das hat so ein Computerspiel-Feeling. Ja. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Aber in 10 sowas zu spielen, heißt das, könnte mal ein Spieleautor werden. Auf jeden Fall zeigt es, dass er kein Aufmerksamkeitsproblem hat oder kein Zappel-Philipp ist. Und das ist schon ziemlich cool, ja. Zappel-Philipp kommt zum nächsten, das nächste Stichwort, oder? Mhm. Du wolltest doch noch was sagen zu der Spielevorstellung. Spielevorstellung. Die Länge der Spielevorstellung ist ihm zu... Ah, genau. Ihm sind die Spielevorstellungen viel zu kurz. Er möchte gerne längere Spielevorstellungen haben. Demnächst mehr. Extra für Hörer. Wahrscheinlich müsst ihr 2 Versionen aufnehmen, weil ich bin ja auch der Fraktion an kürzer. Die kürzer. Wir mischen das okay, einfach. Okay, also wir sind hier zu dritt. Oder wir machen das einfach so, wie weil... Nein, aber war ganz toll. Wollt, ja. Hat mich sehr gefreut, dass die beiden hier waren und sich kurz vorgestellt haben. Das ist schön.
Genau. Was mich. Habe ich das euch erzählt? Nee. Gestern war ein Hörer hier von meinem anderen Podcast und hat Hallo gesagt und hat sich bedankt. Und ich so, wuss. Kasse 4. Nee, nicht Kasse 4. Ich habe noch diesen zweiten Podcast, So You Wanna Go to Germany. Ah, okay. Den englischsprachigen, den ich mit Ben zusammen mache. Okay. Weil unregelmäßig, aber der natürlich komplett zeitlos ist. Und ich habe mich total gefreut, dass es da auch schon Hörer gibt und die auch wussten, wen sie ansprechen müssen. Wird der weitergehen? Der geht weiter, klar. Wir haben ungefähr bis Folge 12 oder so schon Inhalt outlined. Komisch, das kenne ich irgendwo. Ich weiß, lass mich raten, wer den Inhalt plant. Naja, man muss seine freie Zeit ja nutzen. Ich möchte noch mal eine Frage stellen, wo wir vorhin bei Jung waren. Glaubt ihr, dass das Brettspielszenenpublikum altert und wenig junge nachkommen? Also ich kenne das zum Beispiel aus dieser... Ich habe mal gerne Grufti-Musik gehört. Die war halt so mit um die Jahrtausendwende relativ populär. Diese Musik... Da ist nichts Junges nachgekommen. Die Musiker altern, die ganze Szene altert. Seht ihr das bei der Brettspielszene vielleicht auch so? Also, dass sie altern, ja aber natürlich, das in der Gesamtheit würde ich schon sagen, das ist relativ konstant gefühlt. Also es geht vielleicht oben, altert es genauso schnell, wie es unten nachwächst. War mal so. Wir können es ja an der Messe eigentlich sehen, an den Besucherzahlen. Also das steigt zwar immer, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, sie würde jetzt bei 180.000 so stagnieren. Also das ist nicht mehr so weit. Sie hatte sie noch nie. Ja, aber es ist doch jetzt eigentlich angesagt. Letzte Woche war 172, im Jahr davor waren es 165, im Jahr davor waren es 158. Mhm. Also das steigt von Jahr zu Jahr, die Besucherzahl. Mhm. Ja, war mal vielleicht also in den USA bei der GenCon ist es stagniert und da hat es einfach die Gründe, die sind voll. Diese waren ausverkauft. Ja. Wir konnten keinen mehr reinlassen. Apropos, also Moment. Genau, da kommen wir nämlich zu dem Stichwort heute. Dieses andere schieben wir jetzt mal weg. Das war so ein Gedanke heute, den ich hatte. Es war brechend voll heute. René und ich standen vorhin, hatten hier Aufnahme am Stand, sind einmal kurz in Halle 6 gegangen. Genau, wollten eine Stunde so ein bisschen standen plötzlich 5 Minuten in der Galerie auf dem Fleck und es ging nichts mehr vorwärts. Weil die Menschenmassen von vorne, von hinten, von der genau, Seite der eine, ankam. Der eine Ausgang in die Halle, ich weiß nicht, 4 ist irgendwie zu oder in die 6 ist zu. Das heißt, die müssen da irgendwie alle durch so ein S laufen und da kommen die dann von rechts. Wir sind aus der Galerie rausgegangen, aus dem Eingang raus bei der Galerie, außen am Messegelände Richtung Eingang Halle 1. Das war da. Vielleicht da ging nichts mehr vorwärts. Vielleicht lag da einer von When I Dream irgendwie im Weg und deswegen hat das so gesperrt. Ich habe gesagt, man sollte hier einfach mal einen Kreisverkehr bauen. Das würde wahrscheinlich den Verkehr tatsächlich besser regeln. Also es ist voller als am Donnerstag. Es war richtig voll. Also am Donnerstag war es ja schon gefühlt voll, aber das lag vor allem daran natürlich, dass es sich an etlichen Ständen geklumpt hatte wegen den Warteschlangen. Genau. Und ich glaube, die Leute waren jetzt natürlich weniger am Warteschlangen stehen, sondern tatsächlich in den Gängen rumlaufen und entsprechend hat sich das anders. Also ich meine, wenn ich mich rumbewegt habe, dann habe ich immer geguckt, so wo kann es gerade weniger und dann läuft man im Notfall auch mal zickzack, aber man kommt dann doch schneller voran. Oder bei den Beinen anderer Leute durch für dich. Und sie haben heute schon um 9.40 Uhr die Messe geöffnet. Es wird immer von Tag zu Tag früher. Es wird von Tag zu Tag früher, ja. Und was ich jetzt mal gut fand, war, dass sie es durchgesagt haben. Das sagen sie jedes Mal durch. Ach echt? Ja. Ich habe allererst mal haben sie auch schon letztes Jahr gemacht. Es gibt immer jeden Tag mitbekommen. Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens wird die Messe heute 5 Stunden, 20 Minuten früher geöffnet. Genau. Ja, die stehen ja auch schon um 8 Uhr Das Problem ist halt, dass draußen die quetschen sich zu Tode. Da müsste dann ein Feuerwehr kommen und irgendwelche Ohnmächtigen einsammeln. Ja. Und natürlich, die haben da vorne Glastüren. Die brechen irgendwann auch hinter der Last. Also die müssen die Leute reinlassen. Ja, ist völlig nachvollziehbar. Und dann ärgerst du dich halt, wenn du morgens als Aussteller um 8 Uhr reinkommen willst und der sagt dir, nee, Aussteller dürfen erst ab 9 Uhr rein. Und du so, was, um 9 ist die Presse schon drin? Nee, die darf erst um 9.30 Uhr. Da ist das Publikum schon drin. Nein, die dürfen erst um 10. Ja, aber. Ja, theoretisch. Genau. Ja. Hashtag Parkplatz-Hack. Weiter geht's. Wir wollen aber vielleicht nochmal zurück in den gestrigen Abend springen, oder? Das war ja nach der Aufnahme. Oh, ja, natürlich, nach der Aufnahme. Wir waren gestern essen. In Essen. In Essen. Wir waren beim Spiel des Jahresdinner. Stefan war auch da. Die Spiel des Jahres-Zecke. Das soweit noch nicht. Haben halt ein bisschen Networking und. Bist du jetzt der Zecken-Stefan oder der Krimi-Zecke? Ich bin der Krimi-Stefan. Krimi-Zecke. Also nochmal einen Spitznamen lassen wir von euch nicht geben.
Nein. Ja, für dich war es das erste Mal. Genau, ja, du warst ja das erste Mal da. Berichte doch mal, wie du... Ich war überrascht, wie entspannt es war auf der einen Seite, weil ich im Vorfeld auch extra nachgefragt habe, ja, muss man da was Besonderes anziehen? Oder, nee, eigentlich nicht. Man geht direkt als von ich der... Als ich das erste Mal da war, hatte ich auch mir ein Jackett übergezogen. Das okay. Interessiert dann aber auch keinen. Sinnlos geschwitzt. Ja, genau, das interessiert ja keinen. Das ist also, total entspannt. Es war total entspannt, locker und ich fand auch wirklich die Tische auch so toll aufgeteilt. Also man konnte sich einfach an einen Tisch irgendwo hinsetzen und man hat genau gewusst, man sind Menschen zusammen, die gerne spielen. Genau. Sonst wären sie nicht da. Richtig, sonst wären die eben nicht da. Das ist genau die Leute, die in der Szene sind, die gerne spielen, möchten auch mit einem. Und die Spiele stehen dann zur Seite, also erst mal gegessen gemeinsam am Tisch. Und dann hat man sich ein Spiel ausgesucht und hat die Leute, die man am Tisch da hatte, kennengelernt. Genau. Also ich habe da mit Leuten gespielt, die ich vorher noch nie gespielt habe, die ich zwar so mal sehen und sehen erkannte. Aber das war ein richtig schöner Abend. Wobei an dieser Stelle eine Kritiklose, die Schupfnudeln waren hart wie kalte Pommes. Oh ja, die habe ich nicht gegessen. Das war ganz nach zwei Stück gesagt, also ja, kauen ist toll, aber nicht um die Uhrzeit mit Kau bin. Und wollen wir das ganze andere gute Essen sagen. Der ganze Rest war nämlich wirklich exzellent. Ja, aber die Soße beim Fisch war, glaube ich, sponsert von 2F-Spiele. Ja. Mit Limetten? Einfach die war sehr grün. Naja, die war sehr... egal, wir wollen auch nicht über das Essen reden. Was hast du gespielt? Genau. Also ich erinnere dich da so an Yogi. Ich habe nicht mehr gewusst, wie das Spiel heißt. Ich habe das völlig vergessen. Yogi. Aber das war... Also man nimmt Spiel natürlich eher so Spiele, weil man halt dann zu sechs am Tisch saß, die halt dann irgendwie auch dafür gepasst haben. So war das bei uns. Und wir haben mit Was für eine Frage angefangen. Einfach um sich ein bisschen kennenzulernen. Fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Weil dadurch... Ich überlege immer noch, kann wie fandst du das? Kann ich das kaufen? Wir lassen einfach mal den Krimi-Stefan ausreden und dann kann ich auch tatsächlich meine Meinung dazu beitragen, weil das haben wir auch gestern angespielt. Aber okay. Ja. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, ist, man zieht so Karten und legt dann, man hat eine Frage, die in der Mitte liegt, was würdest du am ehesten nicht wollen oder... Was magst du, magst du am liebsten, was genau. Kannst du überhaupt nicht leiden, welchen jemanden möchtest du meiden, ähnlicher, also... Es sind drei grobe Kategorien. Genau. Ein positiver, zwei Worauf positive, ein negative. Verzichten irgendwie, ne? Genau, und dann hast du halt Karten, wo genau für jede Kategorie eine Antwort drauf ist und du suchst dir zwei Karten aus. Worauf kann ich am ehesten verzichten? Dann wurde ich gefragt, am ehesten auf weiches Toilettenpapier oder auf Musik. Ne? Sowas in diese Richtung. Und da muss man eben abstimmen, ob man A oder B gesagt hat und die anderen schätzen es ein. Und dann wird eine Auswertung und das eigentlich geht es mehr um das Außenrum, sich kennenzulernen, als wirklich darum, um zu gewinnen oder zu verlieren. Also deswegen war das eigentlich so als Einstieg sehr nett. Ist doch aber kommunikativ. Mir hat es gut gefallen. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Kritik daran habt, ich finde, es hat gut funktioniert und es ist genau das, was es sein will. Ein Kennenlernspiel, woran man den anderen ein bisschen einschätzen kann und es hat gut funktioniert. Ich fand es total langweilig und belanglos. Wir hatten damals auch Stahleck gespielt. Es hatte überhaupt nichts Spannendes oder Lustiges gehabt. Also ich hatte das und jetzt... Manchmal auch so, worauf willst du mehr verzichten? Auf, weiß ich nicht. Türen oder Facebook? Ja, so war, also war manchmal Sachen so, ja, warum... natürlich kann ich nicht auf Türen verzichten, weil ohne wäre doof. Aber Facebook, ohne ja? Facebook wäre auch doof, Mann. Ja, aber es gibt schon so lebensnotwendige Dinge. Was würdest du lieber können? Einen hauszahmen Dinosaurier großziehen? Oder mental ins WLAN dich einlinken? Ja, weder noch. Ja, also, aber Matthias wollte ja auch noch eine Meinung gerade. Der wollte genau, auch also der Punkt ist, also wir haben es gespielt. Ich war tatsächlich mit Leuten am Tisch, die ich natürlich auch ein bisschen kenne. Also so Inka, Markus, Viktor, Kadi, Ralf. Also wir haben das gespielt. Wir haben nach 3-4 Runden haben wir einfach abgebrochen. Oh, okay. Und zwar... weil das natürlich alles Spieler sind und die das auch von der spielerischen Seite betrachtet haben. Wobei jetzt Inka und Markus auch Spieler verschiedenster Couleur sind. Und sie sagen, das hat nicht funktioniert. Weil entweder die Entscheidung ist schwer, dann ist das, was du machen musst, nämlich die anderen müssen ja einschätzen, ob der Befragte wieder beantwortet, dann ist das beliebig. Oder die Frage ist nicht schwer, sondern eindeutig, dann ist es auch beliebig, weil dann brauchen wir das nicht zu spielen. Also Und da zündet halt das Wertungssystem nicht. Ja. Weil der fragt, bekommt Punkte für jeden, der falsch liegt. Und der befragt wird, bekommt Punkte für jeden, der richtig liegt. Und das war halt dann so, dass sie nach zweiter Runde gesagt haben, ja, okay, das können wir uns auch schenken. Und dann haben wir es einfach eingepackt und nicht weitergespielt. Also ich war vorhin im Asmodee-Shop und da lag so ein When I Dream und was eine Frage. Ja. Welches soll man da mitnehmen? When I Dream. When I Dream. Das ist klar. Das sag selbst ich. When I Dream ist das. Ja. When I Dream ist
Spycraft, Spyfall, wie heißt das da? Ein bisschen einfacher. Agent Undercover. Bildern. Agent Undercover mit Bildern. Also das ist für mich eigentlich eindeutig das bessere Spiel. Ja, aber bei When I Dream musst du ja nur ein Wort geben und nicht irgendwie noch eine Frage stellen. Ja, also When I Dream ist effektiv Fake Artist Goes to New York ohne Zeichnen. Ich glaube, ich werde nachher dann nochmal auf den Rückweg. Wir müssen ja... Also When I Dream ist für mich wirklich ein Highlight. Ich habe das letztes Jahr auf der Messe schon gespielt. Stimmt, da hast du uns hier zur Hobby World geschleppt. Richtig, ich habe es euch nochmal gezeigt extra und ich behaupte hier, das ist was besonders ist, für mich zumindest, was raussticht aus dem anderen. Einfach, ich habe es noch nie gehabt, beim Spielen blind zu sein. Dass ich eine Maske aufgesetzt habe, also mir was genommen wurde, ich mich auf das Hören konzentrieren kann, nach kreativ sein muss, weil ich einen Traum noch wiedergeben muss. Es sind so viele Elemente drin, die ich einfach gut finde. Du hast finde. Noch nie Visionary gespielt, oder? Doch, habe ich auch, aber da geht es ja ums Tasten. Da muss ich ja das da musst du aber auch gleichzeitig hören. Weil, ja, das stimmt. Weil, und das Coole bei Visionary ist, dass ja zwei Teams das gleichzeitig Visionary machen. Visionary fand ich auch ganz toll. Also Visionary finde ich völlig unterschätzt und ja. Das hat die Jury. Also wer irgendwo auf dem Flohmarkt ein Visionary sieht, greift zu, das ist geil. Wir sollten auch. Aber zurück zum Spiel des Jahres, Dinas, kommen. Genau. Ich hab Ach so. Soll ich mal weitermachen? Ich habe irgendwie auch was gespielt. Wir haben irgendwie an getrennten Tischen gesessen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, hier immer mit den gleichen Pappnasen am Tisch zu sitzen. Ich habe ein Schüttels gespielt. Oh ja. Von Zoch. Habe ich schöne Sachen zugehört. Das finde ich cool. Das ist, man hat irgendwie so 15 Miepel in so einem Becher und muss die in so eine... Das sind Pöppel. Ja, so Pöppel. Das sind tatsächlich Pöppel. Es sind Pöppel, ja. Verschiedener Farbe, die Farben machen keinen Unterschied. Und man muss die in so eine Schale reinschütteln. Filzschale. Mit einer Handbewegung. Es dürfen aber nicht... Es muss eine bestimmte Anzahl rein, alles, was du rausschüttest... Das sagt an, also die Anzahl, die du rausschüttet, sagt an, welches Aktionsfeld du nutzen kannst auf dem Spielplan. Wenn du 1, 3 und 15 rausschüttelst, ist das eher schlecht, weil 15 rausschütteln kriegt jeder hin. Willst du weil halt es alle sind. Willst du halt nicht. Du möchtest halt so eine Mitte rausschütteln. 7 ist aber auch schlecht, ist auch ein schlechtes Feld. Also du willst so eine bestimmte Anzahl, aber es ist halt nicht so einfach, weil die auch ungleichförmig sind. Und 14, wenn man 14 schafft, ist es halt richtig gut, weil es sammelt sich so während des Spiels so Geld in der Mitte, wie bei Monopoly, frei parken. Und wenn man halt 14 schafft, kriegt man das ganze Geld. Es geht darum, Geld zu bekommen. Und ich fand das cool. Ich habe nur zwei, drei Runden zugeguckt, wie eine Runde, wo Klickenabend dabei war, gespielt hatte. Und der Bernhard Löhlein nahm das und hat, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander 15 rausgeschüttelt und war am entsprechenden Fluchen. Aber das sah witzig aus. Also die hatten echt alle gute Laune. Wir haben es gespielt. Die Sonja von der Brettspielpoesie hat es, glaube ich, 3 oder 4 Runden hintereinander geschafft, die 7 rauszuschütteln. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel das Richtige für mich ist, aber ich habe voll Bock, Nein, das selber mal zu spielen. Ich glaube nicht. Aber das ist und das reicht mir, das auch mal kennenzulernen dann. Und wenn ich dann feststelle, das ist total geil, dann kann ich es mir ja immer noch. Ich habe noch ein Karuba, das Kartenspiel, gespielt. Oh, ja. Find das besser wie der Karuba. Oh. Ich nicht. Du nicht? Ich finde dieses Element, ja, ich lege zwei und eine muss ich wegwerfen, das finde ich so. Ich muss aber vor dem Spiel nicht sortieren. Ja. Und das fand ich irgendwie schöner. Ich werde es mir jetzt nicht besorgen, weil ich auch nicht. Ich bin nicht so der große Karuba-Fan, glaube ich. Also es ist trotzdem natürlich gut. Ich habe Sambukas Bande gestern gespielt. Da bin ich aber jetzt gespannt. Wir waren zu fünft. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zahl. Ich bin sogar der Meinung, man müsste es zu 6 oder 7 auch spielen. Ich fand es großartig. Hat mir sehr gefallen. Was macht man da? Ich kenne das nicht. Hast du den Podcast nicht gehört oder was? Na, ey, wirklich, Krimi-Stefan, du hörst uns nicht. Ist ja traurig. Er spricht das immer nur bei uns. Taucht in der 3-Stunden-Folge auf. Ah, deswegen, okay. Du hast doch 3 Stunden in der Bahn gesessen auf dem Weg nach Essen. Habe ich den Exit-Fall gelesen, den neuen, das Buch. Ah, du hast ja, was Sinnvolles gemacht. Erzähl nochmal. Okay, also es gibt da ein paar Monster, die du ausliegst oder irgendwie Gefahren. Da hast du welche Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und da gibt es einen Wert, den du erreichen musst. Jeder hat die Karten von 1 bis 7 auf der Hand. Man kann sich unterhalten, wer was legen möchte. Dann legen alle gleichzeitig verdeckt ab, decken gleichzeitig auf. Gleiche Zahlen nullifizieren sich und wenn der Rest in der Summe ausreicht, um den Wert zu erreichen, dann kriegt der die höchste Karte gespielt hat. Der die niedrigste Karte gespielt hat. Die niedrigste Zahl kriegt als erstes den Pick auf den Schatz. Genau, der niedrigste kriegt den ersten Pick. Zweitniedriges kriegt den zweiten Pick und so weiter. Aber wenn die Summe nicht ausreicht, dann muss der mit dem Niedrigsten abgeben.
Das heißt, du und zwar alle einer Farbe. Okay. Und du sprichst dich halt ab, was ihr machen wollt, aber du musst es nicht tun, sondern du kannst die anderen hintergehen, weil du bist ja ein böser Pirat. Und das funktioniert, finde ich, grandios. Das hört sich gut an, ja. Also, ich meine, es gibt drei verschiedene Farben von Schätzen, die sind erstmal komplett belanglos, weil alles ein Punkt ist, aber für jedes Dreier-Set kriegst du nochmal drei Punkte obendrauf. Und das hat mir Spaß gemacht. Also, das würde ich jederzeit wieder spielen. Du kannst meins, du kriegst meins. Ich habe schon eins bekommen. Ach so. Vielen Dank, Christian. Ja, ich habe auch was gespielt, man glaubt es kaum. Aber viel spannender war noch, wir saßen zu fünft an diesen Sechsertischen und da kam auf einmal Kaspar Lapp an und fragte, ob denn da Platz wäre. Der Autor von Magic Maze. Magic Maze, genau. Sagte, ja klar, setz dich zu uns. Er hatte sich nämlich vertan. Er hatte die Julia und den Stefan gesehen. Und da er sie so oft im Pegasus-Umfeld gesehen hatte, dachte er, wir wären Pegasus-Mitarbeiter und sagte, er setz dich mal zu uns. Er hatte trotzdem einen schönen Abend mit uns dann. Wäre ja schlimm, wenn es nicht, ne? Der ist ja auch super sympathisch. Ja, also. Total. Und dann haben wir mit ihm Make and Break gespielt, das Neue. Ihr hattet viel Spaß, ich habe das gesehen. Ja. Hat das auch bei euch funktioniert, also wieder, oder war das jetzt nur so ein Presse-Event? Es hat auch da funktioniert, bis darauf, dass ich Probleme hatte, die Farben zu erkennen. Das Licht war jetzt nicht ganz so gut. Da war jetzt für mich das Problem tatsächlich die Farben richtig. Dafür haben die anderen viel Spaß gehabt, dass mal die Farben falsch waren. dann haben wir noch Secrets gespielt. Ich fühle mich hier gerade, ich will wirklich gerade zugehört. Ja, das kenne ich. Es wurde Secrets gespielt. Oh, da erzähl mal, was du erzählst. Oh, das klingt auch immer wieder spannend, aber leider habe ich dafür keine Gruppe. René hat das Hol-das-Becher-Syndrom das Stahleck-Syndrom gefunden. Stahleck fand ich ja total toll, da hatten wir es gespielt. Gestern hat es nicht gezündet. Du brauchst die richtigen Spieler für dieses Spiel. Aber genau das gleiche hatte ich ja mit Hoch die Becher. Stahleck hat es uns auch gefallen, ja. Nee, das Problem ist, alle, die ja am Tisch saßen, oder fast alle, die waren in Stahleck, haben es da gespielt, fanden es da toll. Es war der Spielleiter, spiel doch mal. Aber es hat trotzdem gestern nicht gezündet. Und alle fanden das Stahleck gut. Jetzt haben wir es gespielt und sagten alle. Wie viele wart ihr denn? Weil ich habe es jetzt zweimal gespielt, einmal in der Achterbesetzung auf Meet and Play. Und da hat es überhaupt nicht gezündet. Da hat es nicht funktioniert. Ich kam nur einmal dran, überhaupt in der Runde. Wir waren zu fünft. Oh, okay. Und jetzt haben wir es nochmal zu fünft gespielt. Mit fünft fand ich es viel besser. Aber es war trotzdem noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, das war so richtig rund oder sowas. Aber das lag vielleicht in unserer Gruppe, weil ich dachte, okay, man muss es halt mal lernen. Man muss es öfters spielen, um reinzukommen. Aber gerade weil ich so oft gehört habe von Stahleck, dass es so toll wäre, war ich eher... Nee, und jetzt waren alle Mann so, boah, hören wir auf, ne? Ich war da auch. Vielleicht ist das auch mein Problem gewesen bei Was eine Frage heute früh, was wir vorhin erwähnt haben. Dass die Leute einfach die falsche Zusammensetzung, weil in Göttingen hatte ich das auch schon mal gespielt gehabt. War es zwar noch ein Prototyp, aber da hat's Spaß gemacht. Da hatte ich mit den Redakteuren, die da waren, eigentlich viel Spaß gehabt. Okay. Und vielleicht war es einfach die falsche Umgebung für solche Art Spiele. Mhm. Aber es hat einfach nicht gezündet an dem Abend. Also was ich noch gestern gespielt habe, war Voodoo Prinz und das hat gezündet. Das war aber schon älter jetzt, ne? Oder nein, das ist das Neue, was wir schon erwähnt hatten, als Smooker meiner Sendung war. Das ist der Marshmallow-Test. Was? Ja. Der Marshmallow-Test ist doch das, wo du einem Kind sagst, hier, ich gebe dir ein Marshmallow und ich komme in einer Stunde wieder. Wenn der noch da liegt, kriegst du noch einen zweiten. Und ob der denn dann da sitzt oder sagt, es geht, ich muss den essen. Ich dachte, das ist die Kinderüberraschung-Werbung. Oh, ich habe keinen Fernseher. Auf jeden Fall doch, von Knizia, das ist das Neue aus der Reihe von Skull King und Vampire Queen. Und das ist jetzt der Voodoo-Prinz. Und der Punkt ist, du hast normales Stichspiel. Karten von 0 bis 10 oder 12 oder 15, je nachdem, wie viele Spieler du spielst. Und dann war das, es ist halt so, einer spielt halt raus, es gibt eine Trumpffarbe, die wird am Anfang zufällig festgelegt und der den Stich kriegt, muss ihn vor sich sammeln und wer den x-ten Stich kriegt, das ist der dritte, vierte, je nachdem, mit wie vielen Spielern du spielst, der ist raus. Und der bekommt so viele Punkte, wie alle anderen Spieler bis zu dem Zeitpunkt Stiche gemacht haben. Und der Rest spielt dann ohne ihn weiter. Aber der Rest kriegt natürlich auch Punkte dafür, dass er da draußen ist, weil das sind auf jeden Fall drei Punkte für jeden weiteren. Und je später du rausfliegst, desto mehr Punkte kriegst du, weil umso mehr Stiche natürlich schon gemacht wurden. Bis auf den letzten. Der als letztes übrig bleibt, der kriegt nur so viele Punkte, wie er selber Stiche hat. War das gut? Das war grandios. Wir hatten alle Spaß daran. Meine Frau hat es am Nachbartisch auch gespielt, war auch total begeistert.
Ich weiß nicht, ob es mit Druids mithalten kann. Das ist momentan noch, finde ich, eine Nummer besser. Okay, dann aber es ist definitiv genial. Druids habe ich nämlich gestern auch nochmal gespielt. Hat wieder unglaublich gut funktioniert. Druids. Ja. Genau, aber das war jetzt, glaube ich, alles, was wir gespielt haben. Ich weiß nicht, Stefan, hattest du noch mehr? Oder? Oh ja, wir haben viel mehr gespielt, das bin ich ganz überrascht. Ja, wir sind um... Du hast schon gespielt, als ich erst gekommen bin. Vielleicht deswegen. Ach, dieses Schollenrollen? Ja. Habt ihr das schon gespielt? Ja, das hat Arne gespielt, das war etwas außerhalb unseres Bereiches. Es funktioniert wahrscheinlich, wenn man betrunken ist. Ist es ein Kinderspiel? Ja. Ach, alles deswegen, da. Okay. Aber für die, die es halt nicht wissen, was es ist, man würfelt mit Würfeln und dann fischt man eben Fische aus so einem Becken. Aber ich finde, man würfelt zu wenig. Es sind zu wenig Würfel. Es sind doch nur so 4 Würfel. Ja, ja, deswegen geht es auch ganz schnell. Deswegen kann man so eine große Runde spielen. Deswegen kann es auch ewig dauern, wenn man das falsche würfelt und wieder zurücklegen muss. Richtig. Ja, ich kann Unendlichkeitsspiel. War da jetzt nicht so begeistert von. Also, auf jeden Fall ist es halt locker, würfelt man die Würfel und stiehlt von anderen Fische oder man nimmt sie aus der Mitte. Und wenn man halt zu lange rollt, dann kann es auch sein, dass man alle Fische wieder zurückgeben muss, die man da gehabt hat. Genau. So ganz schnell zusammengefasst irgendwie. Ja. Also, das war. Dann, wie ist dieses eine Spiel, wo ich einen Krampf bekommen habe? Yogi. Wie Yoga, oder was? Ja, genau. Ja. Ein Yogi, so ein Yogi-Master. Oder der Bundestrainer. Sehr lustig, ja. Es war sehr lustig, weil man im Prinzip nicht viel erklären muss. Wird einfach eine Karte gezogen und da stand dann bei mir drauf, ich muss aber jetzt immer einen Finger an der Nase haben. Und wenn ich mich jetzt festlege, okay, ich nehme mir den Zeigefinger, dann muss es aber jetzt auch immer der Zeigefinger sein. Dann kommt die nächste Karte, die sagt, ich muss einen Teil von meiner Hand muss auch mein Kinn berühren. Und dann geht es immer weiter. Am Ende hatte ich meinen Finger in der Achselhöhle und immer noch den Finger an der Nase und habe nur mit 2 kleinen Fingern die Karten aufnehmen können. Am anderen musste es mir vorlesen, was überhaupt draufsteht, weil ich nicht mehr bewegen konnte. Ja, und das hat halt jeder gehabt irgendwann. Die anderen, die schlauer waren, haben vorher aufgegeben. Und wenn man das jetzt noch mit Willen des Wahnsinns, Berge des Wahnsinns kombiniert, ja, dreht alle durch. War auf jeden Fall sehr lustig. Also das war. Es sah optisch sehr schön aus. Genau. Ich habe ein schönes Bild von dir. Ja, das glaube ich. Genau. Stefan zückt sein Handy, die ganzen Fotos, die da. Gott. Ah ja, wie gesagt, Secrets haben wir auch. Du hast noch 3 Minuten für. Ja. Dann haben wir Schatzhatz gespielt. Was? Schatzhatz. Das ist cool, ne? Ja, das auf jeden Fall für so einen Abend halt auch wieder so ein Absackerspiel. Ist das auch ein Starlex-Spiel oder? Genau, auch ein Starlex-Spiel. Mir hat dieses System gefallen. Man muss jedes Mal, wenn man dran ist, eine Karte nehmen und da ist draußen signalisiert durch eine grüne, gelbe oder rote Farbe, ob da ein Wächter drauf ist. Wächter sind schlecht für einen, die jagen einen nämlich. Deswegen kann ich überlegen, bei den roten Karten ist die Chance, dass ein Wächter drauf ist, 50-50. Bei den gelben ist es 1-3 und bei den grünen ist es 1-4. Und deswegen muss ich immer überlegen, ja, was nehme ich? Wage ich mich jetzt eher oder gehe ich auf Nummer sicher? Und irgendwann kann ein anderer sagen, okay, dich zweifle ich jetzt an, weil die gibt es mehr Wächter als so Amulette, die ja vor einen beschützen. Oder ich bin dran und werte einfach meine Schätze, die ich vor mir habe, aus. Relativ simpel, schnell gespielt und war nett. Mach mal dein Handy wieder, nächstes Bild. Das ist interessant. Wie lange warst du Hell da? Galapagos, bis um 1 Uhr nachts. Dann haben sie mich rausgeschmissen. Ja, das ja. Das passiert auch mal. Galapagos, habt ihr erfahren schon mal gehört? Ich habe das bei Starlink. Ist das kooperativ oder semi-kooperativ? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt als kooperativ bezeichnen kann. Man ist gemeinsam auf der Insel gestrandet und möchte gerne auch gemeinsam rauskommen. Aber es ist schon ziemlich klar, dass das Floß, was man baut, nicht für alle reichen wird. Also versucht man zumindest in der Runde erstmal ganz viel dafür zu tun, um bei den anderen zu zeigen, ich bin ein wertvolles Teil dieser Gruppe. Und man hat so Karten vor sich ausliegen, die kann man zeigen oder auch nicht und kann damit immer noch sagen, aber ich bin ganz wertvoll, weil ich habe hier eine Karte vor mir liegen, die gibt uns nachher 3 Wasser oder Nahrung. Und dann irgendwann reicht Nahrung und Wasser nicht mehr. Und dann fängt es an abzustimmen. Wer ist hier zu viel auf der Insel? Und dann zeigt man auf irgendjemanden in der Runde und dann die Mehrheit entscheidet, die einfache Mehrheit. Und derjenige ist halt danach nicht mehr auf der Insel. Sagen wir es mal thematisch so. Sowas hieß früher im Fernsehen, der Schwächste fliegt. Richtig. Ja, im Prinzip war es das auch. Du hast kein Fernsehen. Damals hatte er welches. JWD, ja genau, weiter. Aber also in der richtigen Runde war das jetzt wirklich nett, weil man natürlich auch sehr viel diskutiert und dann sagt, also wählt mich nicht, denn ich habe ja noch eine richtig gute Karte liegen. Oder der andere sagt, ja, aber ich habe vorhin euch 3 Essen gebracht, also mich nehmt ihr jetzt nicht in dieser Runde. Also hat mir gefallen. Und wir waren zu 10 gespielt und ich hatte trotzdem das Gefühl, immer involviert zu sein, was auch was bedeutet. Das heißt schon was, ja. Wie viele haben es am Ende von der Insel geschafft? 5. Von 10.
Ich muss gerade dran denken, ich habe noch zu Hause das Spiel Alcatraz. Ist ja auch ein kooperatives Spiel, wo man gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen muss, aber es bleibt genau ein Scapegoat, ein Sündenbock zurück. Richtig. Ist es kooperativ? Das ist eigentlich kooperativ. Weiß ich nicht. Aber da bleibt halt genau einer übrig. Aber ich habe es halt in dem Sinne nur noch immer noch im Regal stehen. Ich habe die Anleitung mal kurz überflogen. Ich habe es halt noch nicht gespielt. Das ist immer noch eins, was ich mal spielen will. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen, wenn du mal wieder in Berlin bist. Ja, sehr gern. Jetzt, aber wenn der Zug so blitzschnell ist. Was ist denn mit dem, der als erstes rausfliegt? Sitzt der nicht lange Zeit dann nur doof da? Der sitzt dann zwar dran, aber in dem Moment, wenn man keine Nahrung mehr, Wasser mehr hat, ist das Spiel auch ziemlich schnell vorbei. Weil dann ja sich eigentlich entscheidet, okay, wer macht's nicht. Okay. Aber es waren schon relativ lange Abstimmungen. Das ist dann schon was. Aber okay. Ja. Machst dein Handy jetzt nochmal an und kommt noch ein Spiel? Nee, das war's. Das war's. Gut. Dann switchen wir jetzt mal zum, wieder zurück zum, was ist heute, Samstag? Heute ist Samstag, ja. Wir hatten ein paar Interviews mit Hans im Glück, Huch, Yellow und dem Moses Verlag. Die kommen nach der Messe. Waren aber spannend. René ist wahnsinnig geworden, weil er ein Spiel haben wollte, was mittlerweile ausverkauft ist hier auf der Messe. Das Berge des Wahnsinns. Es sind auch noch mehr andere Spiele ausverkauft. Aber Berge des Wahnsinns ist etwas, was ich unbedingt spielen muss. Ja. Ist das Noria jetzt mittlerweile auch alle? Ja. Das Match ist mittlerweile ist gut. Wir haben am Donnerstag haben wir angefangen, die Freitagsration schon zu verkaufen. Am Freitag haben wir schon die Samstagsration verkauft. Und wir heute haben wir die letzte Palette, die Druckerei noch schnell druckfrisch irgendwie produzieren konnte, hier verkauft. Und das ist halt jetzt alle. Ja, also bei Hans im Glück ist das Matches die auch leer gelaufen. Es gibt es noch wohl noch. Heute gab es es noch bei den Händlern. Also bei der Spieloffensive standen noch welche rum, hatte ich gesehen. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei der Spieleburg aussieht. Also ganz ehrlich, wenn es ausverkauft ist, dann müsst ihr halt mit eurem wertvollen Geld andere coole Spiele kaufen. Zum Beispiel von irgendwelchen interessanten Krimi-Menschen, die der Meinung sind, dass sie was Cooles schreiben können. Nein, aber das ist schon krass, was hier irgendwie stellenweise konsumiert wird. Also ich weiß nicht, ob das sonst auch so war, aber es ist schon viel. Es ist wirklich viel. Es waren viele Stände, wo viele Sachen alle gegangen sind. Ich bin froh, dass ich mal einige Sachen vorbestellt habe. Ich habe heute in Ruhe meinen Charterstone frühmorgens abholen können. Ach, Noch genug da? Frank hat mir versichert, dass ich sogar am Sonntag noch abholen könnte, weil die Vorbesteller definitiv reserviert sind. Okay, dann war das doch nur ein Gerücht. Das war ein Gerücht, ja. Aber okay. die hatten anscheinend ausreichend Menge geliefert bekommen in Time, dass sie auch nicht Vorbesteller beliefern konnten. Okay. Aber für die musste man halt entsprechend anstehen. Und da habe ich jetzt mein Charterstone, mein Gaia-Projekt. Oder ich habe auch ein Alien Artifacts bekommen. Ja, auf jeden Fall, wenn Spiele ausverkauft sind und ihr denkt, warum hat denn der Verlag nicht genug gemacht? Wir haben vorhin mit dem Michael kurz gesprochen. Da tauchen manchmal Probleme auf, von denen man nicht weiß, dass diese überhaupt existieren können. Keiner will freiwillig weniger verkaufen. Genau, also das ist jetzt nicht irgendwie Fehler des Verlages oder sowas oder extrem falsche Kalkulation, sondern da sind manchmal Umstände dahinter, die man echt nie einplanen kann. Und Standsbögen und was weiß ich nicht alles und irgendwelche Messer, die nicht sitzen und oder gar nicht mehr produziert. Ach nee, also das, wir wollen da jetzt nicht irgendwie in die Tiefe einsteigen. Was hat man denn noch irgendwie gemacht? Ja, das ist nicht alles die Plano eigentlich. Ist es auch ausverkauft? Ja, seit Donnerstag Donnerstag früh ausverkauft. Ja, vielleicht kriegen die nochmal was, habe ich gedacht. Nee, ja, das haben sie nicht geschafft. Okay. Also wir hatten ein Interview auch mit dem Rainer Stockhausen, der hat gesagt, es wird eine zweite Auflage geben, also alle entspannt bleiben. Die wird international mit internationalen Partnern dann nochmal gedruckt. Es wird davon genug geben demnächst, denke ich mal. Man muss halt jetzt einfach 2-3 Wochen warten. Ich weiß jetzt auch, warum die Gloomhaven-Käufer das Spiel so tragen, wie sie es tragen. Wir waren nämlich bei Gloomhaven oder bei den Cephalor Games. Hab mal so eine Schachtel in der Hand genommen. 10 Kilo. Und ich habe dem Autor auch gedankt für sein Spiel, weil er mal auf seinem Blog geschrieben hat, dass er es total strange findet, dass die Leute bei ihm vorbeikommen und sich dafür bedanken. Hab gesagt, komm, dann tu ihm den Gefallen, gehe ich hin, bedanke ihm, habe ihm noch ein paar Bierdeckel in die Hand gedrückt und er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Das ist cool. Ja. Apropos Bierdeckel, hatten wir das irgendwo erwähnt, dass unsere Patreon ja Bierdeckel bekommen haben? Wir hatten die ja gepostet. Wir hatten das Bild gepostet, aber an dieser Stelle für alle Hörer, die das Bild nicht gesehen haben. Viele haben wir nicht mehr. Viele haben wir nicht mehr. Ja, echt, wir haben nicht mehr viele? Ich habe noch so einen Stapel. Ja, also waren es doch nicht so viele, die wir produziert haben. Ich weiß nicht. Wir waren sehr großzügig.
ja, wir waren halt auch groß. Wer uns angesprochen hat, der hat halt... Genau, wir haben auch mal ein paar Nicht-Patreonen welche gegeben. Aber wenn noch irgendwelche Patreone irgendwie feststellen, verdammt, Messe ist vorbei, ich habe keine bekommen. Können Sie an uns wenden, wir haben noch welche in Reserve. Genau, wir schicken euch welche zu. Die nehme ich jetzt aber nicht mit im Zug. Nein. Du wirst es nicht glauben, auch in Langenfeld gibt es die Möglichkeit, einen Brief loszuschicken mit Inhalt. Nee. Nee, ansonsten ist noch irgendwas Spannendes passiert. René und ich waren ein bisschen getrennt unterwegs. Ich habe einen Lucky Lachs noch gekauft. Ja, wir müssen noch ein Loot-Video machen heute. Das wird lustig. Lucky Lachs gekauft. Wird immer komisch dafür angeguckt, dass ich das noch nicht hatte. Jetzt habe ich eins. Sehr gut. Es ist zwar nur das Grüne, aber der Shop war so voll, dass es mir egal war, welche Farbe jetzt diese Schachtel hat. Die Blauen sind schon da? Nee, keine Ahnung. Ich habe heute auch über 300 Euro ausgegeben. Für einen Bekannten. Aber nicht meine 300 Euro. Ich durfte eine große Liste abarbeiten an Einkäufen, die einer unserer Hörer leider nicht selber einkaufen konnte, weil er in China hockt. Schöne Grüße an Felix. Genau. Ich möchte noch Müllpor grüßen übrigens. CD Felix? Nein, nicht CD Felix. Den Müllpor möchte ich noch grüßen. Müllpor? Ja, auch ein Zuhörer von euch, das habe ich ihm versprochen. Dann ist er an dieser Stelle gegrüßt. Ja. Wir grüßen mit. Genau, der Hörer, der mich in der Galerie aufgefunden. Schöne Grüße. Danke, schöne Grüße an Sebastian, der mich auf eine tolle Idee gebracht hat, die ich dann mit Anneliese besprochen habe, die wir dann wahrscheinlich umsetzen werden. Ja, wir reden wieder über 18. Und Personen, die sonst keiner kennt. Doch, genau. Anneliese hattet ihr heute im Interview. Ja, aber die Hörer wissen nicht, wer Anneliese ist. Außerdem ist das Interview... Anneliese ist von Moses. Außerdem ist Annelieses Segment kommt erst später. Stimmt. Ja, also ich habe mit dem einen Verlagsvertreter eine Idee besprochen, habe sie mit einem anderen Verlagsvertreter besprochen und wir waren uns eigentlich, dass wir das machen. Ach, und wer mich Pummel-Einhorn spielen sehen will in Bewegtbild... Yes, yes, sagt alle ja. Nein, es ist schon hat passiert. Hat er schon gemacht. Sagt alle ja. Ich habe mit der Julia und der... Ich habe den Namen vergessen, aber sie kennt meinen Namen auch nicht, deswegen ist egal. für Spiel doch mal das Pummel-Einhorn Party People... Nee, wie heißt es? Pummel-Einhorn von Kosmos. Das Kosmos-Spiel. Kannst du dir vorstellen, was mit dieser Lizenz passiert ist? Nein. Es gibt ja halt ein Pummel-Einhorn-Spiel bei Pegasus. Ja. Und bei Kosmos. Und es gibt noch ein drittes. Wo ist denn das? Bei Asmodee? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber laut BGG gibt es noch ein drittes. Das ist doch komisch, oder? Nein. Ja, aber dass man das... Es gibt Leute, die sagen, hey, wir versuchen unseren Lizenznehmern es gut leicht zu tun und geben nur einem die Lizenz. Und es gibt Lizenzgeber, die der Meinung sind, oh, wir betreiben ein gewisses Slicensing, um mal ein Wortspiel reinzubringen, und wirklich Millionen von Lizenzen vergeben. Ich mache jetzt hier mal ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Der Herr der Ringe, also beziehungsweise der Hobbit. Da gab es dann die Brettspiellizenz, die Familienbrettspiellizenz, die Familienkartenspiellizenz, etc., etc., etc. Ohne Ende. Und jeder Verlag hat versucht, irgendwas abzukriegen und am Ende waren alle Nese, weil das einfach egal war, weil alle was im Programm hatten. Aber sag mir mal, wie das Pummel-Einhorn-Spiel von Pegasus heißt. Kek für Marathon. Und wie heißt das von Kosmos? Das Spiel. Die Marke ist irgendwie nicht so richtig. Also die Spiele verlaufen irgendwie so ineinander, oder? Ja. Ist nicht der Kek für Marathon, die ist mit den Luftballons? An der Stelle sage ich jetzt mal, da müssen alle, die eine Lizenz machen, müssen selber das wissen. Erfahrungsgemäß ist man darüber informiert, wer noch die Lizenz hat. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das trotzdem macht oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird sich trotzdem für alle lohnen. Ja. Ich habe es Pummel-Einhorn und ich habe eine Party. Ich habe keine Party geschmissen. Sonst noch irgendwas Spannendes. Was soll denn das heißen? Dich als Pummel-Einhorn. Das ist jetzt das letzte Tagebuch für diese Messe. Ich habe eine Healing Potion gehabt am Stand von NSKN. Bedeutet? Die verteilen kostenlos Wasser, wo sie einen Aufkleber drauf haben, Healing Potion. Stimmt, die haben sie verteilt. Das finde ich ehrlich gesagt einen super geilen Service, weil man dehydriert so schnell in diesen vollen, stickigen, echt schlecht klimatisierten Hallen. Und Leute, trinkt wirklich ausreichend. Und das fand ich ein super Service, zu sagen, ey, hier, Wasserflaschen, bedient euch. Gut, dass wir das in unserer letzten Sendung jetzt sagen. Ja, aber das ist vielleicht auch ein Aufruf für andere, das nachzumachen und zu sagen, hey, wir bieten nicht irgendwelchen Firlefanz, sondern Wasser.
Wasser? Bei Frosted Games gibt es nächstes Jahr kaltes Wasser. Gefrorenes Wasser. Wassereis. Ja, stimmt. Du weißt, dass Frosted steht für Zuckerguss. Ja. Gibt es was Süßes, was Limo. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt unser letztes Tagebuch, ne? Für dieses Jahr. Ich würde sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie wir die Folge am Dienstag, die wir am Dienstag aufnehmen. Da würde ich gerne nochmal... Wir machen am Dienstag keine Aufnahme, oder? Pause. Wir machen erstmal Nachmessepause. Wir senden nächstes Wochenende erstmal die Interviews, die wir hatten. Und machen so, dann von so dort aus weiter. Plan. Ich dachte, wir hätten Dienstag Aufnahme. Nö. Ich glaube nicht. Nein, also ich werde K.O. sein. Ich komme Montag spätabend nach Hause. Ich werde K.O. sein. Ist doch Feiertag Dienstag. Ich bin Berliner. Wir haben weniger Feiertage. Es ist ein bundesweiter Feiertag. Glaub mir, das ist Schnuppe. Das ist Berlin. Wenn ich es mir mit Dienstag anders überlegt habe, kann ich nochmal Bescheid geben. Ja. Gut. Also ihr wollt, ich hätte sonst nochmal ein Messe-Rip. Nein, ich habe es mir nicht anders überlegt, sagt mir René. René hat auch keine Lust. Was ist noch mal los mit euch? Ich setze mich alleine in den Livestream und dann... Alles klar, dann machen wir zur zweiten Sendung, falls ich es mir anders überlege. Wenn ich es mir nicht anders überlegt habe, dann machst du halt als Solo eine Sendung. Ja, oder meine Stimme ist dann ganz weg. Nein, also, ja, dann müssen wir vielleicht schon mal ein Fazit ziehen für die Messe, oder? Wollt ihr das? René hat vorhin zu mir gesagt, er wäre sehr unvorbereitet gewesen. Und genau, das möchte ich nächstes Jahr ändern. Unvorbereitet in welcher Form? Was hier in den vorderen Hallen passiert oder kommt, das kriegt man ja meistens irgendwie vorher schon mit. Aber was gerade in den hinteren Hallen so passiert und Sachen da ist, keine Ahnung. Und manchmal hätte man sich mal vorbereiten sollen oder vielleicht irgendwo hingehen sollen. Also ich kann dir sagen, ich war, glaube ich, noch nie vorbereiteter. Ich habe mir tatsächlich eine super geile Liste gemacht. Dafür hast du die wenigsten Spiele seit Jahren und gekauft. Ich habe die wenigsten Spiele seit Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten. Ich habe, glaube unter 20 Spiele dieses Jahr. Ui. Ja, das reicht ja dann eins für jede große Sendung. Ja. Stefan, hast du noch? Das ist weniger als du? Ja, ich überlege gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, ob ich da irgendwas ziehen kann. Ich habe das Gefühl, dass es mehr Leute sind. Viel mehr Leute. Das ist mir aufgefallen. Dass die Leute vor allem hier auch tatsächlich zum Kaufen kommen. Also ja. Es ist, also was die Massen, die in erster Linie einfach nur Geld gegeben haben, um... Hier kommt irgendwo ein Windhauch entlang. Irgendwas spüre ich. Ja, wahrscheinlich hier ist der Ausgang aufgemacht worden. Also die Leute kaufen, spielen kaum. Man kann aber auch kaum spielen. Ja, ich habe viel weniger gespielt als die letzten Jahre. Ja gut, ich habe seit Jahren nicht mehr ja, gespielt. Ja, aber gar nicht gespielt. Ich sage mal so meinen Vergleich. Ja, genau. Letzten Jahre bin ich immer zum Spiel gekommen. Doch, Hypergrid haben wir gespielt. Das war das erste Spiel, genau. Also das Fazit auf jeden Fall, es ist voller. Das Publikum wandelt sich wieder weiter. Mal gucken. Nächste Messe wird bestimmt wieder anders sein. Was sagst du denn zu dem Auftritt von Asmodee? Vielleicht sollten wir da nochmal kurz drüber reden. Oh, also die haben also einen echt professionellen Auftritt hingelegt. Das hatte ein paar Leute haben es mit so mit Gamescom-Charakter vergriffen. Sie hatten eine Bühne, sie haben Live-Twitch-Streams gemacht, sie haben LCD-Panels. Sie haben LCD-Panels aufgebaut und so. Also das Einzige, was für eine Gamescom gefehlt hat, ist, dass der Saal abgedunkelt wird und da lauthals Musik den Rest der Schallplanhalle mitbeschallt. Ich weiß nicht, ob ich das immer so schön finde. Doch, ich kann dir sagen, warum ich das gut finde. Okay. Weil wir sind als Brettspieler immer noch so klein und werden nicht wahrgenommen. Und gerade wenn man mit der Gamescom verglichen wird. Ein Freund von mir, der baut solche Messestände. Und dann hat er mich gesagt, zeig mir mal so ein paar Messebilder. Habe ich ihm Sachen gezeigt. Und dann lacht einfach. Da hat er gesagt, wie bitte? Also, er ist gewohnt. Er sagt doch, eine Messe ist doch, da präsentiert man sich, da zeigt man was. Also das ist sozusagen das, was für ein Unternehmen das Aushängeschild ist. Der ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Weil ich gesagt habe, ist was anderes. Man braucht Tische mehr, um zu spielen zu können. Das ist hier der Fokus. Ich habe mal auf der Cebit Security gemacht. Da hat Bosch oder Siemens, die haben einen Messestand gebaut mit Rolltreppe. Mhm. Also das ist natürlich jetzt eine ganz andere Liga. Aber da müssen wir doch eigentlich hinkommen. Also ich möchte, dass das Brettspiel ernst genommen wird. Naja, aber was brauchst du denn? Aber hilft das, wenn das dann so aussieht? Ja. Weil die Leute, denen Brettspiel am Arsch vorbeigeht, um es jetzt mal ganz böse zu formulieren, zum Beispiel das öffentliche Fernsehen, das immer noch irgendwo bei Monopoly und Mensch ärgerlich nicht hängen geblieben ist, die sehen auf einmal, oh, das ist modern, das ist was ganz anderes. Richtig. Okay. Und diese Wahrnehmung hilft. Ja, und dann orientieren sich auch die anderen Stände. Die sehen das, die anderen Verlage, und denken sich, ja, okay, wir müssen nachziehen. Wir müssen das auch so ein bisschen machen. Und ich finde diese Richtung gut. Wie siehst du denn den... Okay. Die haben ja auch live gestreamt. Die haben ja auch einen Twitch-Stream laufen gehabt. Wir sind gerade an der Bühne vorbeigelaufen. Da ist dann halt auf der Leinwand ein großes... Wird das halt das Kamerabild gezeigt und der Chat läuft dann gleichzeitig da durch.
modern. Ist das der Weg oder ist das einfach modern? Das ist definitiv modern und ich glaube, das funktioniert gerade deswegen so gut, weil das sehr wenige machen, deswegen reden wir überhaupt drüber. Sobald das anfangen, alle zu machen, würde sich die Messe nochmal grundlegend wandeln. Aber, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, diese Messe ist offen genug, dass sie auch kleine Verlage, wie sie die Großteil hier noch darstellen, auch noch aufnehmen kann und dazwischen packt und sagen kann, wir haben hier aber eine bunte Mischung, wir sind vielseitig, wir haben alles. Aber wie viele Verlage können sich denn so einen Auftritt wie Asmodee leisten? Hier jetzt von denen, die hier ausstellen? 2. 3. Ravensburger. Ravensburger wäre noch jemand, der es sich leisten könnte, wenn er möchte. Kosmos. Kosmos möchte ich an der Stelle schon fragen, ob die das wirklich investieren wollen. Schmidt weiß ich auch nicht. Amigo vielleicht. Pegasus wäre der dritte, der mir noch einfallen Amigo. Würde. Moment, was ich noch wissen möchte. Ich war heute oben auf der Toilette und bin am Pokémon-Turnier vorbeigegangen. Ich bin da mal reingegangen. Ja. Das ist immer noch ein großes Ding, oder? Ja. Dieses Sammelkarten. Pokémon Yu-Gi-Oh! Ist immer noch ein großes Ding, natürlich. Magic auch. Aber auch alles nur junge Kerle. Also alles richtig. Ja, da kann man jetzt drüber reden, ob wir auf so einem Turnier wie hier sind oder ob wir in einem Laden sitzen, wo es nochmal eine Nummer junge sind, oder ob wir auf die großen Turniere gehen, wo dann schon die Leute merkst, sag mal, der ist über 30, 35 oder so. Also das ist nochmal ein Unterschied. Aber ja, es gibt sie in verschiedensten Größen. Also das hatte ich nur gesehen, fand ich irgendwie amüsant. Genau. Das, aber sowas findet halt ihr auch statt. Es findet ja auch noch die Brettspielmeisterschaft und das ist in diesen Konferenzräumen, wo man ja kaum was mitkriegt, so, ne? Es ist ja, es gibt ja hier noch so ein Nebenprogramm, was halt noch so parallel läuft, was man kaum. Also ich erwähne mal zwei Sachen, die im Nebenprogramm liefen, und zwar einmal am Donnerstag. Da hatte der Ignazi Trevicek hatte da einen Konferenzraum gemietet, hat dort eine Präsentation gemacht von dem, was zukünftig passiert, so Robinson Crusoe App angekündigt, hier Tides of Time als App mit neuen Karten und allem Möglichen. Und dann gab es da direkt im Anschluss ein großes Europameisterschaft, Neuroshima Hex. Also der hat da auch ordentlich was gemacht. Das andere, und das ist etwas, was wahrscheinlich wirklich keiner mitbekommen hat, heute, es gab ein großes Retail Summit. Das ist das, was völlig logisch ist, dass in Amerika auf der Gen Con, da gibt es einen großen Konferenzraum, da stellt sich Fantasy Flight hin und macht einen In-Flight-Report so. Was ja. machen wir, dieses, jenes, sonstiges. Und dann gibt's natürlich auch noch die Gamma, die Trade Show, wo die ganzen Verlage sich auch präsentieren und die Händler von überall herkommen und sich zu zeigen lassen, was die Verlage machen. Und das gab es hier auch. Es gab ein Retail Summit, wo ein paar Verlage ihre Sachen den Händlern präsentiert haben und die Händler sich informieren konnten. Das war effektiv ein Business-Bereich. Den haben wir jetzt überhaupt nicht gecovert, weil wir das gar nicht mit aufnehmen konnten. Vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr in irgendeiner Form. HCM Kienzel hat immer irgendwelche Räume unten im Konferenzraum. Genau, es gab im Keller, da wo auch das Meet and Play war, da gibt es Konferenzräume. Da wo die Neuheitenschau ist, daneben links und rechts, da gibt es Konferenzräume. Da passiert eine Menge an der Seite, dass 99% des Publikums mitbekommt, weil es auch gar nicht für sie gedacht ist. Ja, Stefan? Ich habe noch eine Sache. Die Wahnsinnskarte sehe ich hier nicht, dass du dich melden musst. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich erwähnen möchte zur Messe, ist wirklich die Gaming Night am Donnerstag und am Freitag. Bei Pegasus. Da? Weil das was Neues ist. Nein, aber ich habe mich eben extra informiert und habe nachgefragt, welche die dort waren, die gesagt haben, es wäre sehr gut organisiert gewesen. Es wären ungefähr 80 bis 90 Leute und die hätten an jedem Tisch einen Supporter gehabt. Was ich überraschend fand. Ich habe was anderes. Ich habe auch... Sehr gut. Dann sag mal eure. Wir haben gehört, dass der Mehrwert nicht unbedingt da gewesen, ne, wäre. Dass das Catering arg dünn war. Okay. Dass es, ja, ich weiß nicht, als weg war, nee, es war ein Brötchen mit Leberkäse. Ja, also wenn du da hingehst, muss dieser Besuch dein Abendessen im Restaurant ersetzen können. Ja. Das war wohl nicht so der Fall. Wie gesagt, nur hören sagen. Und wenn halt nebenan die Ludo-Fakt-Party ist, ja, wobei das ja auch nur ist. Es gibt bei Ludofakt gibt es immer dasselbe. Ein paar Brezeln und Leberkäse mit Senf. Also, und dann gab es wohl Bier. Ja, und Bier, natürlich, klar. Ja, und die bei Pegasus hatten keine Ausschanklizenz und deswegen gab es da kein Bier. Okay, keine Ausschanklizenz ist schon mal schlecht. Ne, also, solche Punkte. Wie gesagt, wir aber waren selber nicht da. Aber es war ein erstes Jahr, sie haben es probiert. Ich bin mir sicher, sie werden auch daraus lernen und nächstes Jahr wird es besser. Also ich hoffe eben, dass es nochmal nächstes Mal geben wird. Deswegen war mein Interesse auch da, weil ich auch da einen Fortschritt sehe oder eine Weiterentwicklung sehen möchte für die Messe. Ist halt eine erste, First Generation. Genau. Ne? Genau. Erste,
der erste Versuch. Aber stell dir vor, es wären jetzt nur 10 Leute da gewesen. Das wäre natürlich dann schlimm, weil dann wäre es nicht weitergegangen. Dann wäre es gleich gestorben. Sollte es vielleicht eher vom Veranstalter kommen und nicht von einem einzigen Verlag, das und alleine nicht, stemmen. Und nicht am Veranstalter vorbei. Aber wie gesagt, du hast da 59 Euro bezahlt. Ich habe das ja schon mal durchgerechnet. Das ist gerade mal ein Nullsummenspiel für Pegasus. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht mal um den Preis. Es geht einfach, wenn natürlich mehr Leute kommen, desto besser. Ja. Ja, da musst du vielleicht keine 59 Euro mehr verlangen für. Und wer hat das angesprochen mit den Eintrittspreisen? Wenn du bei jedem Eintrittspreis hier um 2 Euro erhöhen würdest. Ja, ist ja egal, wer das gesagt hat. Aber die Eintrittskarten für die Messe sind ja nun wirklich nicht teuer. Das ist lächerlich. Wenn du trotzdem siehst, was hier rausgeschleppt wird an Spielen. Und trotzdem, es gibt ohne Ende Leute, die sich beschweren, dass es zu teuer wäre. Ja, die gibt es aber immer. Selbst wenn sie umsonst sind, sind die Leute immer noch zu teuer. Das stimmt. Geh auf ein Konzert, geh in einen Kinofilm. Ja. Ne? Also es ist alles, da sind halt überall die Preise richtig angezogen. Und ich finde, die Messe ist echt günstig. Und wenn du sagen würdest, jede Karte 2 Euro teurer, dann wäre das Geld für sowas drin. Dann hättest du ungefähr 120.000 Euro dran verdient. Und dafür kannst du das veranstalten. Das ist richtig. Genau. Und vielleicht sollte man in der Richtung mal überlegen. Ich weiß nicht, wie stabil die Preise jetzt halt waren, die letzten Jahre. Sehr, sehr stabil. Weil wir kaufen halt keine Der Punkt Tickets. Ist, also eigentlich ist der, ich glaube, der einzige Grund, warum es nicht teurer geworden ist, ist, weil es halt immer mehr Leute geworden sind. Wenn das jetzt einbricht, wenn tatsächlich mal irgendwie weniger sind, dann weiß man, im nächsten Jahr kommt eine Preiserhöhung, um das aufzufangen. Naja, aber so voll, wie es heute war, da hast du keine Kapazität mehr am Samstag. Ja, also selbst die hinteren Hallen Wir waren in Halle 6, da war genauso ein Geschiebe, na, vielleicht nicht ganz so, aber dadurch, dass die Galerie jetzt nicht mehr am Rand ist, so wie es halt bei 1, 2, nur bei 1, 2, und da ich das jetzt in Halle 2 ein neuer Eingang dazu gekommen ist. Genau, war die Galerie halt gut gefüllt und dann verteilt sich das alles natürlich auch nochmal nach Halle 6, 7, 8. Der Punkt ist, das sind alles jetzt natürlich Überlegungen, die wir machen, die völlig wertlos sind, genau. Weil erstmal müssen die Hallen fertig neu gebaut werden. Dann ist eine neue Nummerierung da, dann werden wahrscheinlich die ganzen Verlage wieder auf das andere Ende ziehen. Und dann muss man mal gucken, wie es dann ausschaut. Ja, Stefan? Ich habe noch den Erfahrungsbericht von zweien, die zum allerersten Mal auf die Messe waren. Oh, sowas ist spannend. Weil eben, fand ich auch sehr spannend. Die ich eben, Freunde von mir, die zum allerersten Mal hierher gefahren sind. Ich habe die also in der Früh gesehen, bin mit denen hergekommen und habe die am Abend wieder gesehen. Das waren andere Menschen. Die waren Messe fertig mit der Welt. Die haben sich was völlig anderes vorgestellt. Also die haben halt viel mehr gedacht, dass es relativ einfach ist, einen Tisch zu bekommen. Sie gehen dorthin und es ist gemütlich, so wie sie das Spielen halt einfach kennen. Und ich habe die falsch gebrieft. Also ich hätte ihnen wirklich sagen müssen, ihr müsst schuld. Euch genau überlegen, was ihr spielen wollt und müsst euch dann einen Tisch suchen. Und wenn nicht, sucht euch irgendwo einen Tisch, setzt euch hin, lernt die Spiele kennen, die ihr vielleicht sonst nicht spielen würdet, weil ihr vielleicht was erfahrt, was ihr sonst verpasst hättet. Also, aber ich habe wirklich gemerkt, okay, das ist manchmal, gerade für Neulinge, schon, da wird man erschlagen. Kulturschock. Was ich dieses Jahr nicht gesehen habe, jemanden mit einem Bauarbeiter-Dekolleté und einem T-Shirt an, wo drauf steht, dieser Platz wird nicht frei. Habe ich dieses Jahr keinen gesehen. Das liegt aber daran, dass du nicht mehr in die Nähe von irgendwelchen Tischen gekommen bist. Ja, vielleicht. Aber dieser halbnackte in Lendenschurz und mit Gesichtsbemalung läuft hier wieder rum. Der war aber letztes Jahr auch schon da. Ja, ich sag dir, der läuft auch hier wieder rum. Aber die Prinzessin, die Glatzenprinzessin Vollbart. Und Schweinenase. Ja. Ja. Gut, okay. Ich glaube... So, die Sendung ist deutlich zu lang. Wir kriegen von Bibelschreck Ärger. Ja, aber wir sind ja auch auf dem Heimweg, da können wir sie noch länger machen. Na. Genau. Ich denke, wir können an dieser Stelle einfach mal sagen, das war eine schöne Messe. Ich hoffe, unsere Hörer haben mit Begeisterung zugehört oder wenigstens aufmerksam. Wir hatten, denke ich, einige Eindrücke wieder vermitteln können. Und wir freuen uns eigentlich darauf, das nächstes Jahr das wieder in irgendwie der einen oder anderen Form mit einem täglichen Bericht zu versehen. Wobei ich noch eine kurze Sache hätte. Das ist wie auf einer Neuheitenshow. Gaga, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Auf einer Neuheitenshow haben wir uns auch dreimal verabschiedet. Nein, wir haben es ja bis jetzt groß vermieden, über Stefan zu sprechen. Trotzdem möchte ich von Stefan nochmal einen besonderen Eindruck haben, wie denn sein erstes Mal auf der Messe war, nicht nur als Besucher, sondern tatsächlich als Autor. Ja, also es war wirklich was anderes, weil ich also eine andere... Naja, sagen wir so, deine Woche war sehr aufregend. Ja, es war alles sehr aufregend. Da waren noch ein paar andere Einflüsse, die... Aber es ist anders. Das ist völlig klar. Man hängt nämlich plötzlich an etwas dran. Also man hat so ein Herz an einer Stelle, wo man halt natürlich dann immer guckt und wo man halt dann auch, wie soll ich sagen, hat man viel Herzblut reingesteckt. Kenne ich. Das Gefühl kenne ich. Genau. Also woher kennst du es? Ich hatte mal so einen Kalender gemacht. Ach, ich erinnere mich. Das ist ein Kalender, richtig.
Und was denn, Matthias Kuchen? Ich habe mal einen Kalender gemacht, kannst du, das stimmt doch. Ja, wurde mir vom Meeple-Pete weggenommen. Nein, du hast gesagt, mit dem Matthias will ich nie wieder zusammenarbeiten. Das war die Geschichte. Und ich habe auch so ein bisschen, das ist wie so ein Traum teilweise auch. Ich wurde erkannt schon von Leuten und ich musste meine Spiele signieren. Also alles Moment, Sachen, du wirst erkannt. Weißt du, warum du erkannt wirst? Warum? Weil du dich überall reinzeckst. Ach, deswegen. Nein. Schönes Schlusswort. Das war was ganz Abstruses. Ich wurde erkannt beim Escape-Raum, den ich gemacht habe. Also nicht auf der Messe, weil ich mich angemeldet hatte mit meinem Namen und der zufällig davor Hunter und Kron angeschaut hatte, diese nach Top Ten, und dann anhand meines Namens noch wusste, das war dort. Und ja, cool. Da war ich sehr perplex. Du warst doch auf dem Escape Room hier in Essen, ne? Ja, war ich. Ja. Du bist natürlich. Auch, du bist doch irgendwie bekloppt, kann das sein? Ich wünschte, ich wäre auch da gewesen, aber ich hatte leider keine Zeit. Ja, genau. Zeit ist jetzt auch ein gutes Stichwort. Wir verabschieden uns von der Spiel 17. Und hören uns dann zur Spiel 18 wieder. Ja, erstmal zum Nürnberger Spielwarenmesse. Naja. Ja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, Leute. Irgendwann. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.